Mr. President, the floor is yours. Herr Präsident, Sie haben das Wort. Guten Morgen allerseits. Sehr geehrter Herr NATO-Generalsekretär, lieber Jens, ich freue mich, heute dieses Treffen in Vilnius zu haben, wo in wenigen Wochen der sehr wichtige NATO-Gipfel stattfinden wird. Es ist wirklich symbolisch, dass in Verbindung mit dem laufenden russischen Krieg in der Ukraine der NATO-Gipfel hier in Litauen stattfindet. Das ist gleichzeitig ein wichtiges Engagement von uns allen. Wir wenden uns gegen den Aggressor. Geschlossen treffen wir Entscheidungen und sorgen für die Sicherheit und Verteidigung jedes Zentimeters des Bündnisses. Unsere Entschlossenheit, unser Bekenntnis zur kollektiven Verteidigung darf sich nicht nur in Worten niederschlagen, sondern auch in unseren Entscheidungen, die wir dann umsetzen müssen. Die Entscheidungsgewalt zeigt sich nicht in irgendeinem Wortlaut, sondern in der wirklichen Durchführung der Maßnahmen. Wir müssen die NATO weiter stärken. Das ist wichtig für die Allianz als Ganze. Wir sind an der Frontlinie der NATO. Hier darf es keinerlei Sicherheitslücke geben. Die Ereignisse der letzten Tage in Russland zeigen, wie instabil das Regime im Kreml geworden ist. Wir müssen uns den Aufgaben der Zukunft stellen. Und all das wirkt sich aus auf die Sicherheitslage in Litauen, in der ganzen Region. Wenn die Wagner-Gruppe nun anscheinend in Belarus ist oder wenn sie dorthin will, ist das ein neuer Faktor. Wir müssen daran denken, dass der Aggressor unter Umständen Grenzen überschreiten will. Und wir haben unseren Artikel 5 des gemeinsamen Beistands. Wir müssen also auf dem Gipfel in Vilnius die Beschlüsse vom Gipfel in Madrid weiterführen und unsere Verteidigungskraft weiter stärken, auch im regionalen Bereich. Das ist von entscheidender Bedeutung für uns alle. Was das Baltikum und die gesamte Ostflanke der NATO angeht, müssen wir zur Selbstverteidigung fähig sein und müssen weitere Kräfte auf den Staatsgebieten unserer Länder haben. Eine Vorwärtsverteidigung ist dabei eine unserer wichtigsten Prioritäten. Ich freue mich, Schweden als neues Mitglied des Bündnisses in Vilnius begrüßen zu dürfen. Das würde nicht nur die Sicherheit im Baltikum stärken, sondern die Sicherheit des gesamten euroatlantischen Raums. Auf dem Gipfel in Vilnius müssen wir uns verständigen auf eine Untergrenze von 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung. Die Sicherheitslage macht es deutlich, dass wir unsere Verteidigung ausbauen müssen, damit wir uns sicher fühlen können und unseren Partnern helfen können, sich selbst gegen einen Aggressor zu verteidigen. Das ist eine Investition in unsere sichere, friedliche Zukunft. Die Zukunft der Beziehungen zwischen der Ukraine und der NATO und die Reaktion auf die euroatlantischen Bestrebungen der Ukraine, das werden sicherlich mit die wichtigsten Themen in Vilnius sein. Auf dem Gipfel müssen wir deutlich machen, dass die Ukraine möglichst bald NATO-Mitglied werden sollte. Lösungen, wie die Ukraine einer NATO-Mitgliedschaft näher kommen könnte, werden besprochen werden müssen. Wir müssen einen eindeutigen Weg hin zum Beitritt bahnen. Das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Sicherheitsarchitektur. Unsere Beziehungen müssen also ausgeweitet und eindeutig umrissen werden. Jens, ich möchte persönlich danken für die harte und konsequente Haltung gegenüber Russland in der Lage. Dafür, dass die Alliierten mobilisiert worden sind für die Unterstützung der Ukraine. Heute möchte ich den Orden des Großkreuzes des Litauischen Ordens an Generalsekretär Jens Stoltenberg verleihen für seine Bemühungen, die Sicherheit Litauens, des Baltikums und der Ostflanke der NATO gesichert zu haben, sowie für seinen persönlichen Beitrag zur Festigung der transatlantischen Bande. Danke, Jens, für die Freundschaft mit Litauen und hoffentlich sehen wir uns dann bald wieder. Thank you, Mr. President. Mr. Jens Stoltenberg, the floor is yours. Ja, vielen Dank, Herr Präsident Gitinas. Vielen Dank für die freundlichen Willkommensworte
und für die Verleihung des Ordens, des Litiuskreuzes. Eine große Ehre, die ich zu schätzen weiß. Vielen Dank auch an die litauische Regierung, an das litauische Volk für die Gastgeberaufgabe im nächsten Monat hier in Vilnius in Litauen. Wenn die NATO-Führer in 2 Wochen zusammentreffen werden, werden sie Entscheidungen treffen über das schwierigste Sicherheitsumfeld seit Jahrzehnten. Wir haben gerade eine produktive Sitzung gehabt. Es ging um die letzte Vorbereitungen für den Gipfel. Zugleich verfolgen wir auch die Lage in Russland. Die Ereignisse am Wochenende sind eine innere russische Angelegenheit, zeigen aber einmal mehr, welche strategischen Aufgaben vor uns liegen und was Präsident Putin mit seiner illegalen Annexion der Krim und dem Krieg gegen die Ukraine angerichtet hat. Während Russland den Angriff fortsetzt, ist es noch wichtiger, die Ukraine weiterhin zu unterstützen. Die Ukrainer haben mit einer Gegenoffensive begonnen, um besetztes Gebiet zurückzuerobern. Und je mehr Gebiete sie befreien können, desto stärker wird ihre Verhandlungsposition letztlich sein, um einen dauerhaften und gerechten Frieden zu erreichen. Litauen leistet große Militärhilfe und sonstige Hilfe für die Ukraine. Auf dem Gipfel in Vilnius werden wir ein umfassendes Hilfspaket beschließen und unsere politischen Bindungen weiter ausbauen. Die Ukraine wird uns näher rücken im Bündnis. Der Platz der Ukraine wird letztlich in der NATO sein. Die Tür der NATO muss offen bleiben. Die Ukraine wird letztlich Mitglied werden. Und für die Verbündeten und die Ukraine wird es dann um eigene Entscheidungen gehen. Russland darf keine Vetogewalt haben. Schließlich müssen wir auch Regelungen treffen für die Sicherheit der Ukraine, damit diese derzeitige Tragödie sich nicht wiederholt. Wir verfolgen auch die Lage in Belarus. Wir verurteilen die Mitteilung Russlands über die Stationierung von Nuklearwaffen. Das ist tollkühn und unverantwortlich. Wir sehen keinen Hinweis darauf, dass Russland bereit wäre, Kernwaffen einzusetzen, aber die NATO bleibt wachsam. Wenn Russland glaubt, es könne uns einschüchtern und von der Unterstützung der Ukraine abbringen, wird es scheitern. Wir werden zur Ukraine stehen, solange es nötig ist. Unsere Abschreckung ist stark, damit unsere Menschen in einer gefährlichen Welt sicher bleiben. Wir werden auf dem Gipfel mit neuen regionalen Planungen weitere Dinge dazu beitragen, mit neuen Fähigkeiten für diese Planungen. Mehr als 300.000 Soldaten sind in einem hohen Bereitschaftsgrad, unterstützt durch beträchtliche Fähigkeiten auf See und in der Luft. Wir werden außerdem ein neues Standortmodell aufbauen, damit wir schnell von der Luftüberwachung zur Luftabwehr übergehen können. Der Beitritt Finnlands und bald Schwedens zur NATO erhöht die Sicherheit im baltischen Raum ganz beträchtlich. Und wir werden heute gemeinsam an der Übung am Manöver Griffin Storm, Greifensturm, teilnehmen. Es geht dabei um Brigaden, ganze Brigaden, die eingesetzt werden und getestet werden müssen. Wir werden jeden Zentimeter des Bündnisgebiets verteidigen. Wir müssen weiterhin in unsere Sicherheit investieren. Auf dem Gipfel werden wir uns auf eine ehrgeizige Verteidigungszusage einigen mit 2% Bruttoinlandsprodukt als Minimum. Litauen ist hier ein Beispiel. 2,5% des Bruttoinlandsprodukts würden für die Verteidigung aufgewandt. Herr Präsident, ich danke noch einmal für die vielen Beiträge Litauens zur NATO. Ich freue mich auf den anstehenden Gipfel in Vilnius. And I wish everybody to have a nice day. Danke. Wir wünschen uns alle einen schönen Tag. Ja, den schönen Tag wünschen uns natürlich alle. Wir mussten gerade noch mal sehr deutlich vernehmen, dass man sich im Baltikum große Sorgen um die eigene Sicherheit macht, natürlich im Blick auf Russland. Darum geht es bei diesem Treffen heute und auch dann in 3 Wochen beim großen NATO-Gipfel. Schauen wir noch mal zurück nach Luxemburg zum EU-Außenministerium.